Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Reaction-Kanal Exidus TV. Mein Name ist Exidus und wir reagieren heute auf Offen und Ehrlich. Wir haben ein neues Video rausgebracht: 79 Gramm Zucker. Da geht es scheinbar um Victoria und Sarina. Die beiden sind ja schon öfters mal aufgefallen mit komischen Dingen. Und auch scheinbar diesmal wieder. Ja. Das Format heißt nicht ohne Grund. Whisky und Reaction. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rein. Let's go. Industrie mal wieder ein bisschen Geld übrig hat. Leute, okay, ich würde sagen, das sieht jetzt doch schon viel besser aus. Ja, wenn es um Kohle geht, da wird die Zuckerindustrie kreativ. Actually, gibt's welches Land war denn das, das eine Zuckersteuer eingeführt hat? Ich bin übrigens dafür, dass diese Zuckersteuer auch nach Deutschland kommt. Ehrlich, wirklich. Pro Gramm Zucker so und so viel Euro aufs Produkt Steuer, bin ich voll dafür. Das ist ein 3 Kilo Nutella-Fass. Zucker, Alter. Zucker, wir haben jetzt was von das sagen. Der Kapitel Brahl, der hier wird bitte trinken. Und diese zwei Pferde. Was? Der Kapitel Brahl, der hier wird noch da trinken an. Der Kapitel Brahl, der hier wird bitte trinken an. Und diese zwei. Ich gewöhne mir auch noch das Trinken an wegen dem Kapital, bra. Pferdemädchen hier. Die mussten es natürlich mal wieder über. Hat er ja gerade Real Talk die Pferdemädchen gedroppt? Und diese zwei Pferdemädchen hier, die mussten es natürlich mal wieder übertreiben. Wir haben herausgefunden, dass sich die Lebensmittelindustrie ganz gezielt ins Kinderzimmer schleicht. Schaut mal! Es wurde damals auch McDonald's immer vorgeworfen. Ich finde das interessant, dass das heutzutage gar kein Thema mehr ist. Es war früher schon so, dass man McDonald's vorgeworfen hat, bewusst sich die neue Zielgruppe heranzuziehen. Mit Ronald McDonald, mit dem Happy Meal, mit den Bällchenbädern und den Kindergeburtstagen. Also es ist ja schon mit Absicht so gemacht, dass Eltern gerne in den McDonald's mit ihren Kids gehen, weil die sich tierisch darüber freuen. Und man, das ist in Deutschland nicht so der krasse Faktor, aber in den USA ist Fast Food halt so unfassbar günstig, dass Familien, die sozial schwach sind, am allerbesten einfach Fastfood essen können, weil das super günstig ist. Also versucht euch mal in Amerika ordentlich zu ernähren. So ein ordentliches Stück Fleisch oder auch jetzt Obst und Gemüse. Denkt ihr, das ist in Deutschland teuer? Amerika und Kanada zeigen euch da mal einen ganz anderen Preis. Das ist schon brutal. Kekszeit zum Löffeln! Wie viel Zucker sollten wir am Tag nochmal essen? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einem Erwachsenen maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Also. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Das ist doch mit Zucker. Ja. Also, hier sind drinne. Diese Flasche hat 88 Gramm Zucker. 88 Gramm. Diese Flasche. So. Ja. Lass uns doch nochmal darüber reden. Wie viel Gramm sollte der Erwachsene nochmal zu sich nehmen am Tag maximal? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einem Erwachsenen maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Okay. Ich werde euch jetzt nicht verraten, dass ich früher 2, 3 von diesen Flaschen getrunken habe. Mittlerweile bin ich ja bei zuckerfrei, seit ein paar Jahren schon. Ich bin immer noch fett, macht euch keine Illusion. Am allerbesten ist es tatsächlich, wenn ihr einfach nur Wasser trinkt und Tee, ungesüßt. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ich brauche aber nicht irgendwas erzählen, ich trinke ja hier auch genug Scheiße. Ja? Ist auch ohne Zucker, aber trotzdem nicht gesund. Also, uff. Och, und da ist dieser Kekstag ja nur ganz leicht drüber. Ja, noch ein bisschen und noch ein bisschen. Wir reden jetzt von einer Portion von diesen Keksteig oder von dem ganzen Fass? Was ist denn das? Wie viel ist denn da bitte drin? Noch ein bisschen und what the fuck? Das ist gar nicht schlimm, wenn man den ganzen Keksteig aufisst. Deswegen könnt ihr das ohne Bedenken einfach so essen. Das fand ich auch. Ja, aber jetzt tatsächlich, also ich will mich gar nicht auf die Seite von den beiden stellen, aber ich glaube, sie hat nicht von dem Zucker gesprochen, als sie das gesagt hat, sondern man soll ja keinen Keksteig essen.
Also ihr sollt ja eigentlich keinen Teig essen. Das ist ungesund und das ist, führt zu Durchfall und Erbrechen. Nicht gut. Und ich vermute, die hat in dem Satz gesagt, jo, ihr könnt den ganzen Becher leer löffeln, der ist nicht schädlich, ihr werdet nicht erbrechen. Wahrscheinlich ist aber auch wieder so ein Mittel drin, dass ihr euch nicht erbrechen müsst, weil da so viel Zucker drin ist. Also, das ist ja ein Cola drin. Lul. Das ist gar nicht schlimm, wenn man den ganzen Keksteig aufisst. Deswegen könnt ihr das ohne Bedenken einfach so essen. Das fand ich auch erschreckend, dass ich überhaupt die Idee kommen kann, eine Torte mit Süßwaren noch zu dekorieren. Das war schon ein bisschen viel. Und das absolute Highlight, unsere springende Pfütze-Torte. Ja, aber komm, jetzt lass doch mal irgendwie die Kirche im Dorf. Also wenn ich zum Konditor gehe, dann kriege ich genau so eine Torte. Und wenn ich irgendwie so eine scheiß Benjamin-Blümchen-Torte für meine Tochter, meinen Sohn, was weiß ich, kaufe, für ihren Geburtstag, dann ist das genau so wie das da. Also jetzt das zu verurteilen, weil die das machen, das ist nicht richtig. Wenn, dann müsste man grundsätzlich es verurteilen, Kindern sowas zu essen zu geben, ja. Und jetzt nicht nur die beiden, sondern es ist ja eine komplette Industrie, die genau so arbeitet. Dabei warnen Expertinnen und Experten doch schon jahrelang. So ein Zuckermissbrauch macht Übergewicht, es macht natürlich auch irgendwo ihre Zähne kaputt. Da macht es tatsächlich die Dosis, ab wann es uns vergiftet. Das ist krass. Und trotzdem bleibt Zucker ein riesiges Problem. Das liegt auch daran, dass die Zuckerlobby uns ein paar kleine Märchen erzählt. Zum Beispiel Zucker mache weder dick noch krank, hat auch der Zuckerverband behauptet, obwohl die wissenschaftliche... Süchtig macht es auf jeden Fall. Es ist also schon mal Käse. Zucker ist genauso süchtig machend wie... War das nicht actually wie Heroin? War das nicht so, dass Zucker genauso süchtig machend ist wie Heroin? Habe ich da nicht irgendwas mal gelesen, gehört? Wollen wir diese These mal kurz mal googeln, ob es da eine Quelle dazu gibt. Zucker macht genauso süchtig wie. So, gibt es da eine Studie, eine echte, richtige Studie, eine echte repräsentative, ich kann nicht reden, aber es macht nichts, bin trotzdem nicht dumm. So, Moment. Irgendwo war das nämlich, dass ich das gesehen und auch gelesen habe. Genauso süchtig wie Alkohol, Nikotin oder Heroin. Ah, doch, ja. Quelle in diesem Fall über übrigens das Verbraucherfenster.hessen.de. Das ist die Quelle, die ich gerade hier vor mir habe, rezitiere, dass Zucker genauso süchtig macht wie, genau. Kann man den direkten Vergleich mit Drogen wie Alkohol, Nikotin oder Heroin, ja, vergleichbar. Also, habe ich schon mal was davon gehört, dass Zucker genauso süchtig macht? Und ehrlich gesagt, habe ich das auch genauso für voll genommen. Community da ganz einig ist, dass es sehr wohl einen wichtigen Beitrag spielt, sowohl bei der Entstehung von Übergewicht als auch bei Typ 2 Diabetes. Und was sagt eigentlich die Politik dazu? Der Staat macht nicht den Geschmack und ich bin auch nicht, ja, die Geschmacksnanny der Region, der Nation. Sie ist nicht die Geschmacksnanny, nee, sie ist die Zuckernanny, die immer Kekse und Cola zu Hause hat, ne? Also wie Deutschland schmeckt, schreibt die Politik nicht vor. Lassen Sie es doch auch immer zu. Ja, tatsächlich, das ist wirklich ein bisschen kritisch, ne? Ich meine, würde die Regierung einschreiten, wenn in Lebensmitteln Sachen wie Heroin drin sind? Ja, würde sie. Aber dass in Produkten für Kinder irgendwie die dreifache Dosis am Tagesbedarf eines Erwachsenen an Zucker drin ist. Haben wir mal so ein Duplo-Riegel hier? Moment, wait. Oder ein Duplo, weil ich mag Duplo. Ist underrated as fuck, aber wir wissen alle, dass Duplo genauso eine Süßigkeit ist wie alle anderen, genauso ungesund. Sondern, wo ist denn der Duplo-Riegel? Zucker. Genau, das wollte ich mal ganz kurz gucken. Also, 33,5 Gramm Fett auf 100 Gramm und auf 50,4 Gramm, holy shit, okay, wait. 50,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm ein Riegel hat. 18,2. Er hat 18,2 Gramm, hat einer. So, dass ein Kind mal 2-3 Riegel isst, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie ungewöhnlich wäre. Sowas passiert. Meiner Meinung nach passiert das. Okay, 100 Gramm, wir erinnern uns, die Flasche, die ich gerade in der Hand hatte, die hat 8 Gramm pro 100. 8,8 Gramm. Ein Duplo-Riegel hat 50,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm, ne? Also wenn das schon 20 Gramm, musst du 5 Riegel roundabout essen, dass du auf 100 Gramm kommst. Das heißt, 5 Riegel Duplo haben 50 Gramm Zucker. Okay.
Eisschock, Kuchen steht alles. 500 Gramm Zucker, Junge. Zu viel Zucker gibt's nicht, Leute. Hi, wir sind Kim und Robert. Und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag KariYes in die Kommentare. Unsere beste und einzige Reporterin Kim, zu der schalten wir jetzt. Und sie steht heute auf dem Zuckerberg. Mensch, liebe Kim, da ist aber zuckerig bei Zuckerberg. Dir. Oder Hahaha, voll. Das meinte ich vorhin übrigens mit Boomer-Humor. Das ist einfach Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer. Ideendiebstahl-Klauer, weil die Idee von Facebook ist nicht von ihm. Und sie ist auf dem Zuckerberg. Zuckerberg. Da aha, ein bisschen Gold. Aha. Ja, hier sind ganz goldbeerige Zeiten angebrochen für uns. Keine Naschkätz. Yes, yes, yes. 900 Millionen. Gerade echt nicht besser, ne? Millionen Euro gibt die Zuckerindustrie jährlich für Werbung für Süßigkeiten aus. Für Gemüse und für Obst nur 15 Millionen, aber das ist auch buh. Ja gut, aber ich finde das immer wieder geil, wie dann irgendwie so immer versucht wird, alle total schlecht hinzustellen. Boah, die Industrie ist scheiße und die Industrie ist auch scheiße. Aber Tatsache, tatsächlich ist es ja so, ihr verdient ja mit gesunden Produkten kaum Geld. Also es gibt ja super viele Startup-Unternehmen, die versuchen, gesunde Bonbons an den Mann zu bringen, gesunden Kakao, gesunde Schokolade, gesunde andere Süßigkeiten, Limonade, etc. Aber das kommt halt einfach nicht bei der breiten Masse an. Also nicht nur, weil die ein kleineres Budget haben, sondern weil die breitere Masse auch einfach diesen scheiß Zucker konsumieren will. Das ist immer noch nicht richtig, das will ich auch nicht behaupten. Aber Tatsache ist, die Industrie hat sich ja quasi um die Masse gebildet. Ich bin mir nicht sicher, ob die Industrie die Masse geformt hat. Das müsste man jetzt mal erläutern, weiß ich aber nicht. Ja, Kim, wir haben ein Problem, ne? Laut Foodwatch sterben jedes Jahr 180.000 Menschen in Deutschland an ungesunder Ernährung. Wir wissen seit Jahren, dass Zucker ein Riesenproblem ist. 90-80%. Wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele Menschen jedes Jahr an Unterernährung sterben. Menschen sterben, Rate Unterernährung. Jedes Jahr, nee, das ist keine richtige Rate. Wie viele Menschen sterben täglich an Hunger? Das können wir auch nehmen. Eine gute Referenz. Okay, das ist auch nicht richtig. Ich möchte nur eine Zahl, eine echte, repräsentative, ich kann nicht reden, bin aber trotzdem schlau, vertraut mir. Quelle, vertraut mir. So, wo ist es? Ich finde es gerade leider nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ungefähr dieselbe Rate sein wird oder sogar mehr. Also 688 Millionen Menschen haben weltweit nicht genug zu essen. Aber wie viele sterben denn an Hunger? Das will ich mir jetzt mal, Menschen sterben Hunger, könnten wir mal machen. Hunger, vielleicht finde ich dann mal was. Man muss irgendwie, manchmal muss man dumm googeln. Es ist interessant, dass man manchmal seine Sätze dumm formulieren muss, damit man die richtigen Antworten bekommt. Ist euch das mal aufgefallen? Ich finde das lustig. Da steht immer noch nur, wie viele Leute Hunger haben, aber nicht, wie viele Leute sterben. Ah, sterben jeden Tag 24.000 Menschen an den Folgen vom Hunger. Gut. Was für eine Zahl hatten wir hier gerade an falscher Ernährung? 180.000 im Jahr. 24.000 am Tag. Gut, das ist hat natürlich hiermit überhaupt nichts zu tun, aber das ist krass, wenn man das einfach mal in Relation zieht. Also das ist der Wahnsinn. Das ist ja wirklich jetzt der Wahnsinn. Ich meine, das ist schon eine schlimme Zahl, eine sehr schlimme Zahl. Aber dass 24.000 Menschen am Tag an Hunger sterben, das ist nochmal um einiges krasser irgendwie. Beides ist sehr schlimm tatsächlich. Wir wissen seit Jahren, dass Zucker ist Gift, Simon ungestattet. Dass Zucker ein Riesenproblem ist. 90-80% der Produkte im Supermarkt sind unnötigerweise extrem verzuckert. Und das bestätigen ja auch jetzt wieder diese zwei Pferdemädchen hier, wie Foodwatch Victoria Sarina nennt. Finde ich sehr lustig. Ihr merkt, es hat Suchtpotenzial. Sarina ist schon abhängig davon. Vielleicht gerade auch. Auch deshalb haben sie hier ihren eigenen Keksteig rausgebracht. Keksteig zum Löffeln. Da sind bescheidene 79 Gramm Zucker drin. Und diesen Becher, das ist ja nicht das Einzige, was ich am Tag Robert esse. Oh, professionell gefangen. Was sagst du dazu, Robert, liebe Kim? Cookie Dough ist sicher keine healthy Gurke, aber so what? Die Kalorien lohnen sich. Das hast du total wrong verstanden, ja? Das sieht man doch auch. Da sind 5 Portionen drin. 5 Portionen. Dieser sollst du gar nicht komplett essen, den ganzen Becher. Keksteig kann man einfach roh löffeln, ohne dass man Bauchmuskeln bekommt. Ich löffel das jetzt leer. Ich mag die beiden nicht.
Also ich habe gegen die beiden absolut nichts, weil ich mich viel zu wenig mit denen beschäftigt habe. Aber die Sachen, die schon vorgefallen sind mit den beiden und das, was ich jetzt schon wieder höre, ich mag die nicht. Ich mag auch dieses extrem künstliche Wesen dahinter nicht. Also jeder Mensch hat Pickel, Narben und sonst was im Gesicht. Und dieses extrem künstliche Reden, extrem künstlich darauf achten, wie ich aussehe, wie ich rede, wie ich mich verhalte, was ich sage, Werbefreundlichkeit. Diese extreme Form der Verstellung kann ich absolut nicht leiden. Wirklich nicht. Wenn ich Tochter, Sohn hätte, Socke, und Tochter, Sohn, Socke würden diese Person konsumieren, würde ich das unterbinden. Alter, das ist gar nicht schlimm, wenn man den ganzen Keksteig aufisst. Nicht nur, dass das Zeug hier wahrscheinlich ziemlich ungesund ist, sondern ihr sagt den Leuten ja auch noch dauernd in euren Insta-Stories und im Text dazu, dass sie das kaufen sollen. Und ja, natürlich. Ja, klar machen die das. Die wollen damit Geld verdienen. Also tatsächlich gibt es bei mir auch bald ein Placement für Gewürze und Tee. Ich warte jetzt nur noch auf das Paket. So ein Vertrag schon unterschrieben. Gewürze und Tee. Und das ist noch nicht mal irgendwie super teuer, das Zeug. Es ist okay. Es ist auch etwas teurer als normales Gewürz aus dem Aldi. Liegt aber daran, dass es sehr biologisch ist. Es wird darauf geachtet, wo die Gewürze herkommen, unter welchen Umständen die verarbeitet werden, dass die Leute, die die Gewürze quasi auch ernten, auch daran Geld verdienen. Also es kostet ein bisschen mehr, aber dann ist es halt auch was Vernünftiges. Kein Massenprodukt aus der Industrie, sondern tatsächlich eher schon wieder Handarbeit. Und das ist das, dieser riesige Unterschied. Ich werde niemals in meinem Leben, selbst wenn ich dieselbe Größe und Reichweite hätte wie diese Damen, würde ich niemals in meinem Leben so viel Geld mit diesen Gewürzen und Tee verdienen können, wie die mit diesem Cookie Dough. Warum? Weil die Marge größer ist bei dem Cookie Dough. Die können das halt für ein paar Cent herstellen, weil es einfach nur industrielle Scheiße ist. Das ist kein ordentliches Produkt. Das ist industrieller Abfall mit Zucker. Und den verkaufen die an Kids. Oh, okay. Natürlich, also das ist ganz normale Werbemasse. Natürlich gehen die rein und sagen, ja, kauf, 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 kauf. Natürlich machen die das. Jede 14-Jährige, die ein bisschen Taschengeld hat, wird sich diesen Scheiß kaufen und konsumieren. Und 90% der Eltern, ich meine, ich bin fucking fett, okay? Ich bin der Letzte, der sich über Ernährung irgendwie echauffieren dürfte. Aber 90% der Eltern realisieren überhaupt nicht, was Ernährung bedeutet. Die stopfen die Kinder mit allem Möglichen voll, Hauptsache die sind satt. Die denken, es ist gesund, was sie zubereiten, aber die würden auch ohne Probleme so, ja, ist das mal, alles gut. Und dabei sind Kaufappelle für junge Leute in Deutschland gar nicht zulässig. Also so Sachen wie, kauf dir das oder hol dir das. Ach stimmt, da war ja was, ne? Darf man Kindern gar nicht sagen, denn die kleinen Scheißerchen, die gehen direkt los, wenn man denen das sagt und kaufen sich das. Lalalala, Lakritz, Robert, ja? Tee seit wann? Brain, ich trinke tatsächlich oft Tee, aber halt nicht immer im Stream und nicht meistens nicht um so Uhrzeiten, weil ich am liebsten Earl Grey trinke und dann merkt ihr schon, das ist eher vormittags, ne? Weil Earl Grey, wenn ich da mal eine Kanne getrunken habe, bin ich wach. Wir dürfen ja wohl darauf hinweisen, in welchen ausgewählten Feinkostläden man das Zeug kaufen kann. Der Teig wird natürlich online erhältlich sein. Den Magic Rainbow Mix wird es ab morgen in ganz, ganz vielen verschiedenen Supermärkten geben. Wenn ihr es im Laden kaufen wollt, dann blende ich euch hier mal ein, wo es überall unseren Spooning Keksteig zu kaufen gibt. Aber ihr könnt ihn auch bestellen. Swipe einfach nach oben. Schickt uns super gerne Bilder, wenn ihr es im Laden seht oder wenn ihr es schon probiert habt. Und schreibt uns, wie es euch schmeckt. Das interessiert uns natürlich sehr. Warum machen die nicht Werbung für Spielzeug oder so? Das war viel geiler. Haben Sie den Eindruck, die Industrie nimmt das nicht ernst, diese Richtlinien zur Kinderwerbung? Ja, das Problem ist, dass die gesetzlichen Regelungen sowieso windelweich sind. Also es gibt ja quasi fast keinerlei gesetzliche Regelungen, die diese Werbung beschränkt. Das Einzige, was eben verboten ist, sind diese direkten Kaufappelle. Wir haben natürlich auch mal bei Victoria Sarina und bei der oder Zahnärzte. Keksteigfirma angefragt und das hier haben sie uns gesagt. Okay. Uns haben sie leider nicht geantwortet, aber Report München haben sie gesagt. Moment, können wir ganz kurz mal sagen, dass wir es sehr empörend finden, dass wir keine Antwort bekommen, aber Report München, wer ist denn Report München? Die sind halt seriös. Ja, aber wir sind auch seriös, Victoria Sarina. Ohne Scheiß, wir sind ja, du hast einen weißen Kittel an, hallo? Ja. Das ist wohl sehr seriös. Hat Report München einen weißen Kittel an? Nee, ich glaube schon. Also ich weiß es nicht. Wir bleiben auch hier dran. Auf jeden Fall, Report München haben sie gesagt, wir vertrauen darauf, dass unsere Community weder nonstop online unterwegs ist oder sich ausschließlich von Cola, Burgern und Torten ernährt. Wie bei allem geht es um das gesunde Mittelmaß. Auch da hätte jetzt eigentlich nur noch gefehlt, dass sie sagen, die Eltern sind schuld. Das Problem mit Süßigkeiten macht die Industrie richtig viel Cash. Snacks, Kekse und Softdrinks sorgen für... Ich weiß selber, dass es einen gewissen Widerspruch zu meinem Minecraft-Server gibt.
wenn ich jetzt sage, da sind die Eltern auch noch ein Stück weit damit für verantwortlich. Jedoch sehe ich hier immer noch Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen. Richtig viel Gewinn, während man mit langweiligem Obst und Gemüse offenbar nicht so viel Gewinn machen kann. Ja, aber das ist, es ist halt schwierig. Also ich habe ja meine Ernährung umgestellt, ich bin immer noch fett. Braucht auch nicht denken, dass ich abnehme, ich werde auch nicht abnehmen. Egal, ob ich die Ernährung umgestellt habe oder nicht, es wird nicht passieren. Vor allem nicht, solange ich noch Whisky trinke. Tatsache ist, Obst und Gemüse ist auch relativ geil, aber es ist auch vollkommen klar, dass wenn ich mir 5 Bananen am Tag reinschiebe, habe ich nicht nur Verstopfung, sondern ich hätte auch einfach so Cookie Dough essen können. Kim, können wir nicht einfach... Was meinst du, wegen meinem Minecraft-Server? Es geht darum, dass unser Shop ab 18 ist und mir mal vorgeworfen wurde, so kleine Kinder, abzocken dies, das. Und ich habe auch daraufhin geantwortet, wenn jemand, kleines Kind, im Internet Zugang zu PayPal hat, dann haben die Eltern was falsch gemacht und nicht ich. Ich habe einen Server und einen Shop und der Shop ist ab 18. Mehr als das kann ich nicht tun. So, ich kann nicht zu jedem nach Hause gehen und den Perso überprüfen. Ne? Perso mir schicken lassen darf ich nicht. Dafür müsste ich so eine scheiß Shop-Lizenz, kannst du vergessen. So viel Geld können wir da gar nicht mit verdienen. Aber Fakt ist, ich weiß, dass das dann in Relation ein bisschen komisch zusammen ist. Aber ich finde das nochmal ein ganz großer Unterschied, weil für 2-3 Euro bist du das halt irgendwo, ne? Einfach ein Gesetz ein. Der gute alte Kritiker, ja, der hat mich so zerlegt, dass er noch nicht mal wusste, wovon er da eigentlich redet. Das war so ein bisschen das Krasse an der Sache. Dass Hersteller von so süßen Sachen zwingt, dass sie einfach weniger Zucker benutzen. In England hat das auch funktioniert. Da wurde eine Zuckersteuer eingeführt. Alles, was zu... Ja, und das ist bei uns immer noch verboten. Das ist ein langes Thema. Paysafe ist ab 18. In vielerorts ist es ab 16. Aber Tatsache, bei uns hier vor Ort bekommst du keine Paysafe-Card ohne Ausweis. Bekommst du nicht. So, und das heißt, wenn es irgendwo anders möglich ist, Paysafe zu bekommen ohne Ausweis, dann ist es tatsächlich nicht mein Fehler. So. Die Frage ist, überwachen die Eltern das, was die Kids mit dem Taschengeld machen, ja oder nein? Und das ist, glaube ich, auch die entscheidende Frage an dem Punkt, ob die sich Cookie Dough holen oder nicht. Einfach weniger Zucker benutzen in England. Bei euch ist es auch nicht richtig, BMW. Du kannst dir mal die AGBs von Paysafe durchlesen und dann wirst du sehr schnell verstehen, dass das ab 18 ist. Hat das auch funktioniert? Da wurde eine Zuckersteuer eingeführt. Alles, was zu viel Zucker hatte, wurde teurer. Und deswegen hat dann sogar Fanta gesagt, alles klar, dann machen wir halt weniger Zucker rein in unsere Fanta. Wegen der neuen Steuer hat jedenfalls Coca-Cola in seiner Orangenplörre den Zuckergehalt in England auf 4,6 Gramm pro 100 Milliliter runtergefallen. Weil eben in Deutschland sind es 9,1. Alter. Ja. Und wieder haben wir die Engländer klargeschlagen. Ja. Und in Deutschland, da wird eine Limo verklagt, weil sie zu wenig Zucker hat und dann wird der Hersteller quasi genötigt, da mehr Zucker reinzukippen? What? Wir setzen einfach nicht auf Verbote, sondern auf Gebote, ja, auf Freiwilligkeit. Die Bundesregierung hat doch auch die Zuckerlobby letztens gebeten, ein bisschen weniger Zucker zu benutzen. Hier haben wir einen großen Erfolg, einen Zwischenschritt erreicht. Ja, diesen Zwischenschritt, den sie da gerade lustigerweise gesagt hat, den möchte ich unterschreiben, denn wir haben uns diese Studie mal angeguckt, die sie da rausgebracht hat. Und tatsächlich wurde der Zuckergehalt in Softdrinks zum Beispiel in den letzten Jahren in Deutschland um 0,2 Gramm gesenkt auf 100 Milliliter. 0,2 Gramm. Wir haben unseren besten und einzigen Redakteur Raphael mal gebeten, uns diese 0,2 Gramm mal zu visualisieren, Kim, damit wir uns mal angucken können, wie gut das funktioniert hat, diese Freiwilligkeit. Wir haben hier eine handelsübliche Flasche Fanta. Und vor ein paar Jahren war in einer Flasche Fanta so viel Zucker drin, also schon einiges. 79 Gramm, das ist, überleg mal, du kippst dir so ein Ding dann irgendwie hinter die Binde. Und wie viel Zucker ist heute noch drin in der Fanta? Wurde natürlich. Ob die Tara gemacht haben? Habt ihr das Schälchen auch mitgewogen? Der Zuckergehalt reduziert. Radikal reduziert. Und zwar auf 76 Gramm. Das ist halt schon krass, ja. In wie vielen Jahren? In 5. Wie viel wiegt so ein Würfelzucker? Offensichtlich 3 Gramm. 3 Gramm, ja. Wir waren richtig froh, als wir rausgefunden haben, dass der Zuckerwürfel genau 3 Gramm wiegt, weil das genau der Unterschied ist, den wir brauchen. Du bist ein sehr fröhlicher Wissenschaftler. Ja, was sagen Sie denn zu diesem Tempo? Das Ganze ist wirklich ein Witz. Also Frau Klöckner versucht ja diese nationale Reduktionsstrategie. Das ist richtig, ja. Limo muss eine gewisse Mindestmenge an Zucker besitzen. Ich hatte vor kurzem ja Limo hier, die sich nicht Limo taufen darf, weil weniger Zucker drin ist. Kann ich mal ganz kurz in die Kamera halten? Achtung, Gras. Und zwar war das die keine Limo. Ja, die Limo heißt wirklich keine Limo. Und ich kann euch sagen, es ist sehr interessant, die zu trinken. Es wäre bloß nicht meins gewesen.
Also damit ein Placement zu machen, wäre nicht meins gewesen, weil ich die nicht auf Dauer hätte trinken wollen. Ja, sie war nicht schlecht, aber eher so für mal. Ja, also ich brauche jetzt hier nicht einen Kasten von dieser Limo, brauche ich wirklich nicht. Die so als die zentrale Maßnahme gegen Fehlernährung und Adipositas zu verkaufen und damit kriegt sie jetzt das Problem der ungesunden Ernährung in den Griff mit ganz laschen Zielen, die auf einen ewig, über einen ewig langen Zeitraum gedehnt werden. Kim, in diesem Tempo kommen wir ja nie weiter. Also warum macht die Regierung Robert, jetzt gib dir mal nicht gleich die Rocher-Kugel, ja? Also die Frau Klöckner, die hat ganz deutlich gesagt, so geht das nicht. Das sage ich ganz deutlich, da muss mehr Tempo rein. Ganz aber das deutlich. Hat ja Frau Klöckner schon vor einem Jahr gesagt und wir haben... Ich habe als Kind Zuckerwürfel gelutscht. Ich glaube, das hat jedes Kind mal gemacht. Wir haben uns gefragt, ist da wirklich mehr Tempo reingekommen? Ja, und was hat das Ministerium uns gesagt? Ist da mehr Tempo drin jetzt? 0,3 Gramm vielleicht? Die haben uns nicht wirklich auf die Frage geantwortet, aber sie haben uns nochmal versichert, ihre Strategie wirkt. Sie haben ja Ziele vereinbart, zum Beispiel mit dem deutschen Lebensmittelhandel. Hier soll der Zucker um 20% reduziert werden. Ja, und was passiert, wenn das... In Kinderjoghurt. ...nicht passiert? Das steht hier gar nicht, aber das Ministerium hat uns gesagt, ein Übertreffen dieses Ziels ist wünschenswert. Wir dürfen nicht die Rechnung ohne den Geschmack der Verbraucherinnen und Verbraucher machen. Ich bin immer noch für eine Lebensmittelampel und ich bin nicht dafür, wenn das das Produkt ist. Ich bin dafür, wenn das das Produkt ist, bin ich dafür, dass hier eine Lebensmittelampel ist. Auf der Vorderseite. Nicht versteckt. Hier. Eine Ampel. Die muss dann rot glühen. So, dass die Leute denken, die Karte brennt. Warum? Wieso drehen die Leute das nicht um und lesen? Ich 12 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Da ist ein Liter drin. Das sind ja 1,2 Kilo. Also genau deswegen. Menschen sind leider ein bisschen faul und viele, also faul, faul trifft's. Menschen sind einfach faul. Die haben Produkte und die nehmen diese Produkte, konsumieren die und entweder finden die gut oder die finden die scheiße. Der Normalbürger geht nicht einkaufen, dreht das Ding um und guckt, was ist da eigentlich gerade drin. Inhaltsstoffe, die meisten Sachen kennen wir nicht. Was ist ein E, was ist das, was soll das bedeuten? Glutamat, noch nie gehört. Das sind auch diese versteckten Zucker, die wir ja nicht kennen. So, woher denn auch? Das heißt, eine Ampel, die deutlich hier vorne drauf ist, in groß, und die mir deutlich rot anzeigt, Und dann sehe ich schon mal, überschreitet den empfohlenen Tagesbedarf. Wieso, was ist dann? Dann drehe ich das um und dann stehen da nicht irgendwelche Fachbegriffe, sondern dann steht dann eindeutig hinten drauf. Bei Nutella zum Beispiel müsste hinten drauf stehen, dass der Zucker und das Öl da drinne nicht gut für dich ist. Vielleicht wäre es sogar noch angebracht, draufzuschreiben, dass das Palmöl gezüchtet wird. Also der halbe Regenwald wird wegen dieser Nutella-Rotze abgeholzt. Ewig langer Beitrag, vielleicht mal irgendwann anders. Nicht gut. Nutella macht die Umwelt kaputt. Nestlé, die Firma, macht die Welt kaputt. Das wissen die meisten aber nicht. Viele, die es wissen, ignorieren es, weil sie sagen, warum soll ich denn mein Konsumverhalten ändern, wenn in China so viele Abfälle produziert werden? Das ist das Denken des meisten Deutschen. Schade an der Stelle. Deswegen Zuckersteuer. Eine Riesenampel und Zuckersteuer. Weil wenn das Produkt so unverschämt teuer wird, dass der Deutsche dann aus seinen Knirps kommt, die Scheiße, 30% umgeschlagen, ja, schnell. Das merkt der Deutsche nämlich schnell. Das findet er auch nicht witzig. Wenn das Nutella, was kostet Nutella aktuell? Ich weiß es wirklich, ich habe 100 Jahre kein Nutella gegessen. Was ist denn das hier? 2, 3 Euro? Wenn es auf einmal 6 oder 9 Euro die Dose kosten würde. Nicht schleichend, sondern von jetzt auf gleich. Das ist nämlich das, ne, wenn die Zigaretten damals 3 und jetzt auf einmal 7 Euro kosten würden, dann wird keiner mehr rauchen. Dieser schleichende Prozess ist es, wo die Leute dann immer, ja, die 50 Euro, die 50 Cent mehr, ach, der Euro mehr, das juckt mich nicht. Schleichend funktioniert das nicht. Das muss radikal passieren. Diese Zuckersteuer wäre, was das angeht, notwendig. Meine 2 Cent dazu. Wenn man so schön sagt. Weiter geht's. Wenn dann nach... Und ja, auch für alle Reactions in der Zukunft, weil das machen wir ja jetzt regelmäßig.
Ich weiß folgende Dinge über mich selber. Ich trinke gerne Alkohol, bin stark übergewichtig und leite einen Minecraft-Server. Ich bin mir dessen bewusst. Trotz alledem habe ich das gute Recht, meine Meinung zu äußern. Wollte ich nur mal loswerden. Nachgesüßt oder nachgezuckert wird. Diese Aussage, dass irgendjemand ja, das nachzuckern richtig, würde, das wenn jetzt zu stark zum Beispiel der Joghurt irgendwie 3 Gramm weniger Zucker hat, das bezweifle ich doch sehr und wüsste keinerlei Belege dafür, dass dem so ist. Darauf haben wir das Mysterium von Frau Glöckner mal angesprochen. Das ist tatsächlich richtig so, das wollten die genauso sagen. Die glauben scheinbar, dass wir alle kleine Naschkätzchen sind und Schleckermäulchen und deswegen süßen wir alles schön nach. Deshalb wollen sie den Zucker ganz, ganz langsam senken. Mhm. In kaum wahrnehmbaren Schritten, hat uns eine Sprecherin gesagt. In kaum wahrnehmbaren Schritten. Also nicht einen ganzen Würfel, sondern nur... Hier, so ein Zuckerkorn. Ein Krümelchen. Oh, wieder so ein Korn macht überhaupt keinen Sinn. Der Staat macht nicht den Geschmack und ich bin auch nicht, ja, die Geschmacksnanny der Region, der Nation. Denn dann würden wir uns langfristig auf den Geschmack von nicht so süßen Sachen gehalten. Wisst ihr eigentlich, warum das so gesüßt ist? Versteht ihr das? Warum ist da so viel Zucker in diesen Produkten drin? Und warum ist es dann für die Industrie so wichtig? Es ist in diesen Produkten so viel Zucker drin, damit diese Produkte teurer, also die Zuckerindustrie ist sehr bedacht daran, dass mehr Zucker in den Produkten drin, damit sie mehr Absatz generieren. Die hängen alle zusammen. Überlegt nochmal ganz kurz, die Tatsache, dass in einer normalen Dose Cola ein Mittel drin ist, damit ihr nicht brechen müsst, weil da so viel Zucker drin ist, lasst euch nochmal diese Tatsache einfach vor Augen führen. Denkt mal 2 Minütchen darüber nach. Ihr nehmt ein Produkt zu euch. Das ist wie bei South Park. Da gibt es diese Tacos, die blutigen Durchfall verursachen. Und deswegen kauft man extra Windeln, anstatt diese scheiß Tacos nicht mehr zu fressen. Und genau so ist das bei Cola. Da ist einfach ein Mittel drin, das dafür sorgt, dass du dich nicht erbrechen musst, weil da so viel Zucker drin ist. Denkt einfach mal kurz darüber nach, wie unsinnig, was ist das? Kannst du selber nicht ernst bleiben bei der ganzen Sache. Warum hat es die Politik nicht eilig, haben wir uns gefragt. Und dann haben wir ein paar sehr merkwürdige Sachen gefunden. Zum Beispiel hier, vor 2 Jahren hat Rumänien die Europäische Union quasi präsentiert. Die waren da Chef, also EU-Ratsvorsitzende. Und guck mal dieses Logo auf dem EU-Ratsvorsitz von Rumänien. Weiß nicht, was das soll. Was? Ja, Cola ist halt... Das Branding, also ohne Scheiß. Du kannst ja in das allerletzte Land gehen, wo noch nicht mal fließend Wasser ist, aber die haben Cola schon mal gesehen, die wissen, was das ist. Also Cola ist das eine Branding. Wenn du so ein Brand besitzt, dann besitzt du Weltmächte, da träumst du davon. Also die haben ja teilweise schon mehr, die haben ja schon mehr Einfluss auf gewisse Dinge als Politiker selber. Es ist unfassbar, was Cola für ein unendlich riesiges Branding ist. Was sollte mir jetzt auffallen? Oder hier die Sitzsäcke. Fällt dir bei diesen Sitzsäcken irgendwas auf? Da sollten die Politikerinnen, die später über den Zucker entscheiden in der EU, da sollten die sitzen. Ich krieg gerade ein bisschen Brand, aber ansonsten fällt mir doch nichts auf. Und hier die Kühltränke, ne? Und das alles in der Europäischen Union. Dasselbe, Leute, die machen jetzt nur über Cola. Genau das gleiche. Red Bull, extrem genau dasselbe. Guck mal, was Red Bull für ein unfassbar gigantisches Branding ist. Und ja, es gab auch mal eine Zeit, da hätte auch ich gerne diesen kleinen Würfelkühlschrank besessen. Von Red Bull, weil ich die extrem geil gefunden habe. Aber genau das ist, was macht das denn mit unserem Kopf, dass wir einen Kühlschrank von einem Produkt wollen? Wie kommt denn das zustande, dass wir einen Pullover tragen, wo Adidas draufsteht? Versteht ihr? Diese Branding-Materie, diese Geschichte zu branden. Ich meine, Lidl hat aus einfach nur aus Dummheit, aus Spaß, hat oder Aldi, haben die irgendwelche Sneakers und Gangster-Klamotten rausgebracht. Und die werden gehypt. Also das sind so Sachen, holy. Jo, und jetzt frage ich mich ja als normaler Mensch, wie viel Geld hat Coca-Cola da eigentlich gezahlt, dass sie ihr Logo da drauf pappen konnten? Und was wollte Coca-Cola im Gegenzug dafür haben? Robert, das hat dich überhaupt nicht zu interessieren, du kleiner Zuckerbär, du siehst Schniss, wie man im Saarland sagt. Johannes, die Pilkehol. Ich muss doch wissen, ob ich die Pilkehol habe oder nicht. Ja, im Saarland, ne? Aber Sandy? Sandy, was hast du da gesagt? Überhaupt nicht zu interessieren, du Kleiner. Aber was hast du da gesagt, Sandy? Du kriegst da eine mit der geballten Faust. Siehst du jetzt, wie man im Saarland sagt? Johannes, die Pilkehol. Ich muss doch wissen, ob ich die Pilkehol habe oder nicht. Usch. Ich müsste jetzt meine Frau fragen, wie die Sendung geheißen hat, die wir immer geguckt haben. Die Bäckers, glaube ich. Man im Saarland sagt. Johannes, die Pilkehol. Ich muss doch wissen, ob ich die Pilkehol habe oder nicht. Also, ich glaube, sie sagte...
dass sie die Pille genommen hat. Und dass sie der Meinung ist, dass sie doch weiß, dass sie die Pille genommen hat. Und wer soll es denn wissen, wenn sie es nicht weiß? Ja, im Saarland, ne? Aber ich als hier Europäer überzeugter finde ja mal, dass ich ja eine Auskunft verdient habe, wenn sich Firmen in unsere Politik einmischen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin voll dafür, dass Politiker nirgendswo im Vorstand sitzen dürfen und auch keiner Zuwendung von Firmen haben dürfen. Ich bin der Meinung, dass alle Politiker in Deutschland keine Lobbyisten sein dürfen und dass die nichts mit der Lobby zu tun haben dürften. Und dass, wenn irgendwie rauskommen würde, dass die mit irgendeiner Firma zusammenarbeiten, dass sie sofort ihres Amtes enthoben werden. Übrigens, ja, Heinz Becker war das, Familie Heinz Becker, absolut richtig. Übrigens, jeder Politiker, jeder hat mit irgendwelchen Firmen was am Laufen. Jeder. Wie sollen die denn dann Politik für uns machen, wenn die doch beeinflusst werden? Übrigens hat auch ein EU-Abgeordneter mal da angefragt, also bei der EU-Regierung. Kein zweiter Job, wenn du als ehrenamtlich irgendwo im Vorstand sitzt. Und hat mal nachgefragt, was war denn jetzt eigentlich mit diesem Deal mit Coca-Cola? Und die Antwort, die haben wir mal so ein bisschen paraphrasiert. Also sinngemäß haben die das hier geantwortet. Das geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind doch nicht die Auskunft. Kümmere dich um deinen eigenen Kram und lass uns in Ruhe mit deinen Unterstellungen. Leute, ich krieg da noch den Cola weg, okay? Puh. Was sagen Sie, wie einflussreich ist die Ernährungslobby? Ja, dass die Lebensmittelindustrie in Deutschland und auch in Europa großen Einfluss hat, das sehen wir natürlich nicht nur anhand der Lobbytermine, die Frau Klöckner mit gewissen Personen eben aus diesen Bereichen hat, sondern auch anhand der umgesetzten Gesetzgebungsmaßnahmen in dem Bereich. Wann immer wir zu Gesprächen mit Abgeordneten nach Brüssel gefahren sind, mussten wir erleben, die Lebensmittelindustrie war schon dort. Mehrfach hat sie Stände aufgebaut, im Gebäude des Europaparlaments. Eine seriöse Studie hat gezeigt, dass Zucker, der in Kuchen, Torten und Keksen drin ist, macht weniger dick als Zucker aus anderen Lebensmitteln. Okay. Mhm. Das ist ein sehr merkwürdiges Ergebnis, liebe Kim. Das wollten wir mal genauer wissen, haben uns die Studie angeschaut. Das geht zurück irgendwie auf so eine EU-Studie, die sehr viele Kinder und Jugendliche befragt hat, wie die so essen. Und da ist wohl rausgekommen, dass wenn man sehr, sehr viele ungesunde Lebensmittel vergleicht, dass dann rauskommt, Kuchen und Kekse und Torten machen nicht mehr dick als andere Lebensmittel. Ich behaupte, wenn wir hier privat Kuchen backen und den selber verzehren, oh nein, ist weg. Ich wollte niesen. Ich behaupte, dass wenn wir hier privat Kuchen, Kekse backen, diese verzehren, dass die in Gänsefüßchen gesetzt gesünder sind als eine fertige Torte aus einer Nicht-Konditorei, sondern aus der Industrie. Das ist meine Behauptung, die ich hier mal in den Raum stelle. Wer hat diese Studie denn so interpretiert, wenn ich mal fragen darf? Zuckerlobby. Bitte, Liebes, das habe ich schlecht verstanden akustisch. Das ist ein ganz seriöser Verein. Der Verein der Zuckerindustrie. Ach, Kim, du meinst den Verein, der behauptet, nicht mehr Zucker macht dick, sondern weniger Zucker macht dick? Ja, ist doch ganz logisch. Wenn man jetzt den Zucker weglassen würde, und ich sage bewusst würde, dann würden die Menschen denken, Mensch, das, was ich esse, das ist ja total gesund. Und dann würden sie mehr essen. Und dann würden sie zunehmen. Logisch. Wenn man Zucker weglässt, dann... Es gibt so tolle Bilder, die zeigen, 300 Kilokalorien, irgendwie, ich glaube, es war ein Schokoriegel und 300 Kilokalorien in Obst und Gemüse und das waren einfach irgendwie so 3 oder 4 Kilo. Also ich weiß, es ist wirklich schon ein bisschen länger her, aber es war halt einfach so ein unendlicher Unterschied. Also du könntest gar nicht so viel essen, weil es nicht machbar ist. Jeder von euch, der mal irgendwie 3 Bananen gegessen hat und noch einen Apfel hinterher, der weiß, was ich meine. Du bist nicht nur satt, sondern du kotzt, weil es einfach zu viel Essen ist. Und das ist also absoluter Bullshit. Wenn ich 3 Schokoriegel esse, kann ich danach noch normal was essen. Wenn ich 3 Bananen esse, brauche ich da eigentlich danach nichts mehr essen. Dann nehmen die Menschen zu. Also der Zuckerverband tut halt gerne so, als wäre es völlig egal, ob sie jetzt eine Schüssel Haferflocken oder eine Schüssel Zucker essen hat. Beides 4 Kalorien pro Gramm. Und das ist dann so gerne einer der Mythen, die dann verbreitet werden, dass es ja... Das ist auch absoluter Bullshit. Es gibt kurzgekettete Kohlenhydrate und langgekettete Kohlenhydrate. Das ist immer ein Riesenunterschied, was du zu dir nimmst, wie viel Ballaststoffe da drin sind und. Also Zucker ist nicht gleich Zucker. Fruchtzucker und industriell hergestellter Zucker sind auch nochmal riesige Unterschiede drin. Letztlich nur auf die Kalorien ankommt und gar nicht auf die Nährwerte. Oder Stevia. Weiß einer, was Stevia ist?
der wir ja irgendwie 0 Kalorien oder so. Qualität der Produkte, die sie essen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Coca-Cola hat eine Organisation unterstützt, die herausgefunden hat, nicht falsches Essen verursacht Übergewicht, sondern, jetzt kommt's, ja, zu wenig Bewegung, Robert. Das heißt nicht, dieser 30, Zucker... 30% machen Bewegung übrigens, wenn ihr abnehmen wollt. 30% sind die Bewegung, 70% ist die Ernährung. Berg ist das Problem, sondern dass wir alle nicht noch einen Marathon rennen, wenn wir eine Fanta getrunken haben. Ja, sehe ich das richtig, liebe Kim? Robert, nicht die Zuckerindustrie ist das Problem. Du bist das Problem. Wenn du Bock hast auf weniger Zucker und was Gesundes, ey Mann, dann friss doch Brokkoli oder einen Apfel. Stevia ist Müll? Wieso? Stevia ist pflanzlich. Kein Bullshit. Also Stevia ist eigentlich schon was... actually ganz gutes. Ja, wenn er scheiße schmeckt, ist das nicht mein Problem, das ist aber deine Entscheidung. Zucker, Stevia ist Zucker aus einer Pflanze. Whitebeard, ich muss dich an dieser Stelle fragen, weißt du, wie normaler Zucker hergestellt wird? Aber weißt du, was ich auch anprangern möchte? Wenn es bei meiner Familie mal Erdbeeren gibt, dann machen die da immer noch so Zucker oben drüber, damit die dann quasi noch süßer schmecken. Kennst du das? Nee, ich kenne das nicht. Ich esse nur die richtig guten Erdbeeren. Dafür stehe ich mit meiner Diabetes. Und ess das überhaupt nicht, weil ich das nicht essen darf. So, Robert, mein Zuckerorakel sagt mir jetzt, es kommt eine Naschkatze. Ich find's halt so geil, wie die immer ihren Greenscreen so hintapen und einfach so ein fucking Waschbrett benutzt als Tisch. Schöne Überleitung zu unserer Endkarte, liebe Kim. Und möchtest du das eine Video, das wir diesmal verlinken, vielleicht noch kurz ansagen? Ja, hier ist ein Video von eins live, von Dumm gefragt, wo man sieht, dass... interessantes Thema auf jeden Fall. Wie immer, ganz gutes Video. Meiner Meinung nach sollte man sich mit beschäftigen. Es geht aber eigentlich auch schwierig, ne? Also es ist, ich find's schwierig. Um ehrlich zu sein, finde ich es schwierig, jemanden vorzuschreiben, was er zu essen hat und was nicht. Das sind meine Schlussworte.